Ich drehe am Rad und nehme dich da mit, wenn du willst. Heute mache ich ein kleines Türchen, das heißt Starbike Express nach Bochum rollend. Ich treffe mich gleich mit dem Lörd und dann geht's los. Wir werden ein paar Bahntrassen fahren. Was wir erleben, wo wir herfahren und was es sonst noch zu berichten gibt, zeige ich dir jetzt mal eben. Knotenpunkt 27, Schwimmbrücke Dahlhausen. Also sind wir genau da. Der weiß sowieso nicht, wo wir sind. Der sagt einfach nur ja, ja. Aber egal, Komoot wird es wissen. Weiter geht's. Ja, dann können wir das auch abhaken. Wir haben uns verfahren. So, wir sind auf dem Leinpfad an der Ruhr unten, Teil des Ruhrtalradwegs. Gott, haben wir es schön hier. Es ist wirklich schön hier. Also Lörd meint, wenn ich jetzt gleich mal ranzoome, könnten wir einen rübsenden Kormoran sehen. Hier ist Start bzw. Ende vom Springorum-Radweg. Schön hier, ne? Der Ochse, und nur weil ich gesungen habe. An apple a day keeps the doctor away, wie der Chinese sagt. Samstagmorgen, 8 Uhr haben wir. Leaving Rüggeberg. Ich bin ja ein großer Freund elektronischer Gadgets. Aber ganz ehrlich, hier hat ein Gadget versagt. Also Alexa hat, glaube ich, echt gelogen. Und hier ist Name Programm. Guck mal hier, ich zeig dir das mal. Und ich blende dir jetzt noch mal daneben ein, was Alexa zu dem Wetter gesagt hat. In Ennepetal beträgt die Temperatur momentan 11 Grad Celsius bei klarem Himmel. Heute ist mit wechselnder Bewölkung sowie einer Höchsttemperatur von 18 Grad und einer Tiefsttemperatur von 9 Grad zu rechnen. Ich bin jetzt auf dem Radweg, der neben der B483 entlang führt und fahre jetzt nach Schwelm. 8.30 Uhr, ich bin beim Lörd, Punktlandung. Und wieder enttäuscht mich Alexa. Ich blende das nochmal hier oben ein. Lohnt es, pünktlich bei Lörd zu sein? Nein. Oh wei. Moin! Moin! Oder good morning, oder wir wollten international anfangen heute. Buongiorno! Ja. Wir machen heute ein kleines Türchen. Mittelfristiges Ziel wird Bochum sein. Wir wollen den Springorum-Radweg mal ausprobieren. Die Tour heißt Starbike Express, einmal nach Bochum rollen. Sind so um die 80 Kilometer. Wie viele es wirklich sind, werden wir dann sehen, wenn wir wieder hier sind. Treten wir dann auch im Starlight Express auf? Wir werden gecastet für den Starlight Express, genau. Also nach Bochum rollen. Ich freue mich. Ja gut, ich meine die Transformation auf dem Weg von einem Mountainbike in ein ordinäres, Entschuldigung an alle Citybike-Fahrer, in ein ordinäres Citybike, schreitet voran. Aber die ist noch nicht zu Ende. Na, es wird zu guter Letzt ein Rollator werden. Auf jeden Fall. Ja, hier ist der Haltepunkt Bracken auf der Nordbahntrasse in Wuppertal-Nächstebreck. Haben die prima gemacht. Schöner Unterstand. Kann man ganz gut ein Picknick, eine Pause machen. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt die Action-Cam zum Einsatz. Oh, Hammer. So, für alle, die es noch nicht wussten, der Tunnel Schee ist 722 Meter lang. Die Stadtgrenze zwischen Wuppertal und Sprockhövel. Wir sind noch keine 5 Minuten unterwegs und Lörd meint, wir wären schon da. Er meint, da vorne wäre der Starlight Express. Also wir haben's. Das zählt nicht. Da fehlen noch. 75 Kilometer fehlen noch. Ja, die Altstadt von Hattingen, sehr pittoresk, sehr viel Fachwerk. Absolut empfehlenswert, da mal vorbeizufahren. So, und wir schlagen dann im Lexikon noch mal nach, was pittoresk ist. Ja, der Schulenbergtunnel ist nicht ganz so lang, ist aber auch schön illuminiert. Das heißt, ist hell, man wird mich jetzt wahrscheinlich sogar sehen können. Und wenn wir da raus sind, fahren wir noch ein kleines Stückchen über die Kohlenbahntrasse und dann sind wir unten in Hattingen. Und in Hattingen gehen wir dann
auf den Ruhrtalweg und langsam müssen wir, glaube ich, die Navigation dann auch mal anmachen. Ja, unsere Zuschauer haben gefragt nach der letzten Tour, wie Lörth denn mit dem Sattel zurechtgekommen ist. Das müssen wir noch auflösen, das machen wir gleich. Entzwiebelst du dich? Frechheit. Was hast du gerade gesagt? Das ging fix? Ja, sicher. Aber auch nur, weil wir das jetzt in Zeitraffer hier ablaufen lassen. Ja, sicher. So, wir sind auf dem Leinpfad an der Ruhr unten, Teil des Ruhrtalradwegs. Und müssen jetzt ein bisschen vorsichtig fahren, weil wir nicht mehr alleine sind, ne? Ja, wir sind immer noch auf dem Leinpfad, der Ruhrtalradweg, und werden jetzt hier über die Brücke übersetzen und fahren dann auf der anderen Seite weiter. Knotenpunkt 27, Schwimmbrücke Dahlhausen. Also sind wir genau da. Bochum-Dahlhausen. Dahlhausen ist unser nächstes Ziel. Ja, Knotenpunkt 28, Bochum-Dahlhausen. Und jetzt geht's runter. Also quasi da zu der faulen Socke, die da sitzt. Ja, und das müsste dann eigentlich sogar schon fast der Springorum-Radweg sein. Also den wir eigentlich fahren wollten, und den fahren wir rauf nach Bochum. Ein wunderschöner Kreisverkehr. Das ist die Kreisverkehrbank hier. Lörth sinniert gerade, wie wunderbar diese Bank gelegen ist. Also das ist die Kreisverkehrbank, die offizielle. Warum ist das die Kreisverkehrbank? Man kann sich hier diesen idyllischen Kreisverkehr anschauen und sinnieren. Und ins Träumen geraten. Ein Traum. Aber so Pusche für den Helm, die brauchst du doch auch hier oben drauf, oder? Ja, das wäre der Hammer. Oder so eine Haiflosse? Nee, bei mir wären es Hörner, würde ich sagen. Hörner? Hm? Einhorn. Einhorn. Einhorn vorne. Einhorn. Super. Ich sehe ja auch so ein bisschen, ich bin ja auch so ein Typ Einhorn, ne? Ja. So ein bisschen so, ja. In so einem leichten Sommertag, so einem frühen Morgen, noch der leichte Tau so auf der Wiese. Ja. Und dann so eine Engelsmelodie, und dann schwebe ich darüber, kein Grashalm verbiegt, ja, sich. Ja, das ist so typisch. Wenn das verbindet man mit mir. Wenn Lörth was Gescheites sagt, dann wird irgendwo ein Einhorn geboren. Ja. Es gibt keine Einhörner. Ich weiß. Wir sind jetzt auf dem Springorum-Radweg. Glauben wir zumindest. Ich blende dir das mal ein, wie der verläuft. Dann kannst du dir den mal angucken. Jetzt kommt mal was nicht ganz so Geschmackvolles. Wer mag, kann jetzt vorspulen. Wir haben gerade festgestellt, dass so MTB-Reifen grobstollig im Gelände wunderbar sind. Nur wenn das Gelände aus Hundescheiße besteht, ist das gar nicht mehr so wunderbar, ne? Yes. Kannst du bitte woanders herfahren? Nein, ich werde jetzt genau neben dir herfahren. Ja, solange du nicht vor mir herfährst. Oh, warte, ich fahr mal vor dir her. Ja, diesmal fahren wir nicht auf, sondern über der Autobahn. Wobei, wir werden bestimmt gleich noch eine Gelegenheit bekommen, um auf die Autobahn raufzugehen. Ich frage Lörth mal, ob er Bock hat, auf die Autobahn zu fahren. Hier ist Start bzw. Ende vom Springorum-Radweg. Hier sind wir jetzt von Bochum-Dahlhausen aus hier raufgefahren. Wir werden gleich ein Stück zurückfahren, um uns da ein bisschen durch Bochum zu navigieren. Pause! Das war's schon. Pause! Pause ist Pause. Wir sind wieder vier Radler. Ah, danke schön. Und hier sind wieder drei Riegel. Oh, drei Riegel für Aschenbrödel.
Wir sind euch ja noch eine Antwort schuldig von der letzten Tour, ne, von der vorletzten Tour, ne, von der letzten Tour, von irgendeiner Tour, was den Sattel vom Lörd angeht. Lörd, bist du zufrieden mit deinem Sattel? Top-Teil. Und was ist mit deinem Schminkspiegel, dein neuer Schminkspiegel hier? Ja, da klappt das Nachziehen mit dem Lippenstift viel, viel besser. Ja. Hundertprozentig. Du bist aber jetzt tatsächlich ungeschminkt, oder? Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Mach das sofort aus. Ja, noch kurz zur Auflösung der Tour. Die heißt ja Starbike Express nach Bochum rollen. Und in Bochum ist richtig der Starlight Express. Und wir sind jetzt gerade im Casting vom Starlight Express. Lott, du bewirbst dich auf welche Rolle? Auf Rusty, die Eisenbahn? Ja, irgend so eine alte Diesellok. Okay, dann zeige ich euch mal, wie Lott das hinkriegt. Da, mit seinen Disco-Rollern. Der Ochse, und nur weil ich gesungen habe. Und nur, pass auf, und nur weil ich gesungen habe. Starlight Express, Starlight Express. So, durch die Stadt sind wir soweit durch und gehen jetzt den Ölbach runter bis zum Kemnader See. Ölbach, Lörd, wir sind am Ölbach. Ja. Hast du irgendwelche Assoziationen mit Ölbach? Das wird wieder so eine Szene, die ich schnell vorlaufen lassen muss. Also, hast du dich jetzt davon leiten lassen? Da vorne ist ja wieder ein Autobahnschild. Ja, sicher. Okay. Das zieht mich magisch an, das heißt ja. Das ist natürlich hier im Ruhrgebiet echt gefährlich für Radfahrer, weil es so viele Autobahnen gibt, auf die man könnte. Aber ich glaube, wir fahren einfach geradeaus, ne? Macht aber auch Spaß mit dem Autobahn. Ja, schon, ne? Irgendwie schon, ne? Ja. Das ist ja jetzt mega verlockend, weil hier gibt es ja tatsächlich sogar eine Auffahrt auf die Autobahn für Radfahrer, ne? Oder? Ja, das ist unsere Auffahrt. Unsere Beschleunigungsspur. Nehmen wir die Autobahn? Ja. Also, bis gleich. Aus dem Krankenwagen. Im Moment fahren wir durch irgendwelche Wittener Vororte und decken so ein paar Kleinodgeschichten am Rand. Guck mal. Also Lörd meint, wenn ich jetzt gleich mal ranzoome, könnten wir einen rülpsenden Kormoran sehen. Ja. Warum können wir einen rülpsenden Kormoran sehen? Weil er gerade einen leckeren, großen, fettigen, urligen Fisch verschlungen hat, an einem Stück, einfach so runtergeschluckt. Klappe! Ich bin der König der Welt! Also die Rolle kriegst du nicht, also von mir kriegst du die Rolle nicht. Ja, mir fehlt ja auch die Uschi in meinem Arm. Soll ich mal kommen? nee, allein ist doch schöner. Ja, mir graut jetzt ein bisschen davor, wir kennen die Strecke hier schon. Da kommt jetzt gleich eine ordentliche Steigung auf uns zu. Also das ist der Mo mit zwei Lungenflügel. Ich zeige dir den Mo gleich mit einem Lungenflügel. Ich fahr nach vorne. Ja, ja. Irgendwann vorne. Ich hab die Übersetzung viel zu weich gewählt. Mo mit einem Lungenflügel. So, jetzt nochmal. Wir sind jetzt am Landhaus Roberts und wollen auf die Elbsche Talbahn. Genau. Jetzt nochmal der Tourguide, der neue. Anstatt jetzt hier dieser Straße zu folgen und dann unten in den Ort reinzufahren, Richtung Dorfkirche und an der Dorfkirche dann hochzufahren, fahren wir hier am Landhaus Robert vorbei, geradeaus und von der anderen Seite den Berg hoch. Und wir werden nachher sehen, viel einfacher. Und wehe nicht. Also noch 17% nach den 20%, dann ist die zweite Lunge weg, dann ist Feierabend. Also das ist jetzt schon fast ein bisschen peinlich. Also um vom Ruhrtalradweg auf die Elbsche Talbahn zu kommen, ist es echt am einfachsten, am Landhaus Robert vorbeizufahren. Und dann kann man hier den Weg hochfahren, total easy und einfach, und ist auf der Elbsche Talbahn. Also keine 17% Steigung, nachdem man sich das Henriette Davidis Museum angeguckt hat. Viel einfacher.
Ja, nachdem wir jetzt total easy auf die Elbsche Talbahn gekommen sind, fühlen wir uns total unterfordert, ne Lörd? Ja, das ist richtig. Also da vorne ist ja eine schöne Brücke hier. Vielleicht sollen wir mal versuchen, so als Aufgabe rechts oder links von hier aus da hochzukommen mit Fahrrad. Ich zeige euch mal die Brücke, da ist sie. Also Fahrrad darf auch geschultert werden, ja? Das ist das mistige Stück, wo wir sonst rausgekommen wären. Korrekt. Kette rechts. Jetzt geht's für uns über das Viadukt auf der Elbsche Talbahn in Wengern. Schön hier, ne? Und so ruhig und so sauber. Ja. Von der Elbsche Talbahn sind wir runter und müssen jetzt durch Albringhausen, um dann beim Café Kännchen auf die Kohlenbahntrasse zu kommen. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ja, sieht gut aus. Da vorne ist der Lörd. Ja, wir sind am Café Kännchen, aber wir sind halt nicht alleine. Und es ist im Moment so voll, dass wir keinen Platz mehr kriegen. Also fahren wir weiter, ne? Ich habe ja wie immer meine Schwarzwälder Kirschtorte dabei. Genau, Lörd hat seine Schwarzwälder Kirschtorte dabei. Ich habe diese kleine Espressomaschine mit. Wie, du hast heute nur die kleine mit? Ich habe heute nur die kleine Espressomaschine mit, aber das kriegen wir hin. Pause. Du kennst das Spiel ja schon. Auch heute ist wieder ein internationaler Tag. Und jetzt fragen wir mal den Lörd, was für ein internationaler Tag heute ist. Internationaler Tag des Damenwildes. Internationaler Tag der Schwarzwälder Kirschtorte. Nein, heute ist Iss einen Apfeltag. Dankeschön. An apple a day keeps the doctor away, wie der Chinese sagt. Doch, ich verstehe das jetzt total falsch. Lörd will den Apfel nicht essen. Lörd will den Apfel nicht essen. Aber ich will den Apfel auch nicht mehr mit mir rumschleppen. Deswegen kann der Lörd den jetzt behalten. Das kriegst du wieder. Ja. Beim nächsten Mal werde ich irgendwie einen Kürbis oder so mitbringen, finde ich. Den überreiche ich dir direkt am Anfang. Einmal Hokkaido und zurück. Einmal Hokkaido und zurück. Schreibt es doch in die Kommentare, ob wir eine Hokkaido-Tour machen sollen. Ja, unschwer zu erkennen sind wir auf der Kohlenbahntrasse. Das heißt, den Abzweig Schee haben wir gerade hinter uns. Auch den Bahnhof Schee. Wir hatten ja gerade ein kurzes Päuschen gemacht und fahren jetzt im Prinzip von der Kohlenbahntrasse aus auf die Nordbahntrasse zurück. Also von Sprockhövener Gebiet auf Wuppertaler Gebiet und das Ganze wieder mal durch den Tunnel Schee. Der ist jetzt vor uns. Da ist er. Da geht es jetzt rein. Der Lörd fährt vor. Von hier aus gesehen die linke Röhre, die ist reserviert für Fledermäuse. Das heißt, da können Batmans Freunde rein und raus fliegen. Die rechte Röhre ist für Fußgänger, Radfahrer, Inliner. Der Tunnel ist 722 Meter lang. Ja, ein bisschen feucht ist es. Ja, ein bisschen kalt ist es. Wir haben gerade überlegt, ob es hier den letzten Wünschelroutengänger zerbrezelt hat. Guck mal da oben. Ich zoome da mal ran, kannst du dir mal angucken. Wo der ist, wissen wir natürlich nicht, aber wir werden jetzt auch nicht hier die Böschung absuchen. Das Casting für Starbike Express ist leider nicht ganz so gut gelaufen. Wir sind engagiert. Es ist für alle anderen nicht so gut gelaufen. Wir sind engagiert. Ja, jetzt haben wir 80 Kilometer auf dem Tacho. Lörd, wie war die Tour? Super, hat viel mal Spaß gemacht. Und wir haben ja auch
Starlight simuliert während der ganzen Hinfahrt, um zu trainieren für die Aufnahme in den Starlight Express, in dem wir schön immer brav hintereinander gefahren sind. Und haben es auf dem kurzen Stück geschafft, dreimal die Verkehrsregeln ein wenig zu beugen. Und verschiedene Lokomotiven dargestellt haben. Und besonders hast du mir als ICE imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ne? Das also war schon klasse. War der Hammer, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like, einen Daumen nach oben. Schreibt gerne, wie gesagt, was in die Kommentare. Seid gerne bei der nächsten Tour dabei. Ja, und wir verabschieden uns. Ich zeig dir jetzt noch ein paar Outtakes. Also Filmschnipsel, die es nicht in den ganzen großen Film geschafft haben, siehst du jetzt. Hat Lörd seine Reifen aufgepumpt? Darauf habe ich leider keine Antwort. Hoffentlich hat Lörd darauf eine Antwort. Ich schneide das raus. Das will keiner sehen. Ich schneide das raus. Ja, 17 Uhr. Wir haben die Begrüßung immer noch nicht im Kasten. Lörd fragt gerade, wo es links runter geht. Keine Ahnung. Du kannst ja mal links fahren. Hast ja ein Handy dabei. Dann rufe ich dich an. Ich habe keine Ahnung, was der da vorne macht und erzählt. Lörd hat sich noch nicht einmal umgezogen. Wir kommen gut voran. Wir 2 Stunden 5 Minuten unterwegs. Wie viel haben wir denn schon geschafft? 10%. Guck mal hier. Boah, wie schräg ist das denn? Welcher internationale Tag ist heute? Das weiß ich leider nicht. Nein, Alexa hatte nicht recht. So, liebe Kinder, jetzt nochmal der erzieherische Teil. So ist es richtig und so ist es falsch. Also schmeißt euren Müll bitte in die dafür vorgesehenen Behälter und lasst sie nicht einfach hier rumliegen. Kleiner Appell. Dankeschön. Hast du noch nie ein Fahrrad gesehen? Doch, aber nicht morgens hier. Achso, okay. Ist der Akku von Lörd geladen? Da bin ich mir leider nicht sicher. Hoffentlich ist Lörd sich sicher. Also, wenn jetzt hier diese Szenerie keine Blätter mehr, sondern Schnee enthält, dann weißt du, dass wir die Szene echt nicht in den Kasten bekommen haben. Aber jetzt geht's los.